Okay, wir können jetzt schon einen jolly Mann auswählen noch. Alles. Ich weiß gar nicht, wie viel wir behalten können. Irgendwann müssen wir halt mal anfangen. Ja, dann halt mal zu zerlegen, ne? Ja, Charakterstellung. Okay. Tja, wie viel gibt's denn überhaupt nur die hier? Ach, ich glaube, ich nehme den gleich. Die haben irgendwie alle was Südländisches. Ich nehme mal den hier. So. Jo. So. Da sind wir, zurück in Fort Tarsis, der letzte Halt an der Grenze von Bastion. Na, wenn das nicht mein Lieblingsfreelancer ist. Ich hörte, du warst fleißig. Du weißt ja, wie das ist, Zoe. Ein weiterer Tag, eine weitere Katastrophe verhindert. Was hast du diesmal gemacht? Nichts. Meiner Rüstung geht's gut. Wahrscheinlich. Hoffe ich. Willkommen zu Hause. Du solltest bei meinem Verstärker in der Enklave vorbeikommen. Stimmt etwas nicht? Nein, nein. Im Gegenteil. Macht Spaß. Komm einfach vorbei. Könnten wir eigentlich jetzt schon einladen? Okay. Okay, man könnte schon einladen. Dann ist ja gut. Nanu? Hat sie es zurückgeschafft? Aha, Prüfungen, wöchentliche Prüfung, monatliche Prüfung. Festungen machen. Was haben wir hier? Boah, 500. 3 Tage ist ein bisschen kurz für eine Woche, ne? 10 Tage bis zum Ende des Monats? Ist auch ein bisschen kurz. Na gut. Okay. Hallo? Jetzt. Da, siehst du, was ich meine? Du hast es gemerkt, oder? So ein Wobbeln. Da wobbelt was, oder? Alle Werte liegen im Toleranzbereich. Wenn du nur einmal im Leben deine Zahlen vergessen könntest, hier läuft was schief. Die Verbindung ist etwas wackelig. Wie quantifiziert man wackelig? Man kann das nicht quantifizieren. Oder messen oder zählen, das geht nicht. Es ist ein Gefühl. Ist alles okay hier, Owen? Naja, bei der letzten Mission hat sich der Kryptastuhl ein paar Mal ziemlich merkwürdig verhalten. Alle Werte liegen im Toleranzbereich. Okay, wie du meinst, aber wenn du es ignorierst und es geht was schief, dann... Ich hole einen Arkanisten. Er soll eine Inspektion durchführen.
Dem Stuhl fehlt gar nichts, oder? Nein. Warum musst du immer Ärger machen? Was meinst du damit? Ich habe ja einen Gefallen getan. Hast du eine Ahnung, wie stupide das Leben als Fortkrypter ist? Nie arbeitet sie mit Freelancern. Niemals sieht sie die Welt mit den Augen von Javelin-Piloten. Nein, 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 nein. Weißt du, was sie macht? Sie übermittelt amtliche Mitteilungen von früh bis spät an Krypter in der Hauptstadt, Tag ein, Tag aus, ihr Leben lang. Manche mögen es so. Nicht jeder taugt zum Freelancer. Den Spruch kenne ich. Aber du musst zugeben, mit Partner wäre die letzte Mission besser gelaufen. Ich hab ja dich. Jeder gute Javelin-Pilot braucht einen Krypter. Das meine ich nicht. Hör zu, wenn ich einen eigenen Anzug hätte, dann könnte ich mit dir auf die Einsätze gehen. Geduld, das kommt schon noch, wenn du mehr Erfahrung hast. Versprochen. Na gut. Ein zusätzlicher Javelin ist eh nicht drin. Und Jobs gibt's auch keine. Uns fällt schon was ein, wie immer. Ja. Tut es dir leid, dass du die Glanzzeiten verpasst hast? Als Freelancer noch als Helden galten? Sie konnten sich vor Jobs kaum retten. Und wo sie hinkamen, ernteten sie Respekt. Und kriegten Sandwiches. Sandwiches? Ja, ich bin übrigens am Verhungern. Nur, wir sind pleite. Für Sandwiches reicht's noch. Auch wieder wahr. Weißt du was? Geh du doch mal rüber zur Schmiede. Lass deinen Javelin einstellen, dann sind wir bereit, falls vielleicht doch ein Job reinkommt. So. Nee, bei mir steht vertraut machen mit der Schmiede. Owen, kann ich dir helfen? Was meinst du damit? Du hast mir eine Nachricht geschickt, komm zur Schmiede. Ich hab gar keine. Warum sollte ich mich hier treffen wollen? Irgendwas stimmt nicht. Ich muss Sie sprechen. Mein Name ist Tessin. Reisen Sie immer mit Eskorte? Nicht immer, aber Sentinels sind nützlich. Naja, immerhin ein starker Auftritt. Ich habe einen Job für Sie, Freelancer. Vor einem Job wüsste ich gern, für wen ich arbeite. Wirklich? Wie ich höre, nehmt ihr zwei zurzeit so ungefähr jeden Job an. Um was geht's? Ein Arkanist ist verschwunden. Ich denke, die hocken nur rum und erforschen Gestalterrelikte. Matthias Sumner forschte an Relikten in Ruinen nahe des Forts. Und sie sollen ihn finden und in Sicherheit bringen. Wenn er noch lebt. Keiner weiß mehr über die Gefahr von Gestalterartefakten. Ich bin mir sicher, dieses Wissen und seine Kreativität helfen ihm, bis sie ihn finden. Und Freelancer? Würde sich rentieren. Owen? Dann heißt das wohl wieder Freelancer. Für uns jedenfalls. Entschuldigung, darf ich? Ist doch spitze. Ich mach die Diagnosen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Hat mich gefreut. Ich bedanke mich. Auch im Namen von Matthias. Okay, und wenn ich ihn... Finden Sie ihn. Glauben Sie mir. Es hilft sehr, mich zu kennen. Okay, neue Schmiede. Ja, das kennen wir ja schon aus dem Preview. Flip. Ja, das ist halt die Frage, was mit was fange ich denn so an? Der Interceptor war eigentlich ganz geil. So, lalala, okay. So, Matthias Sommer finden. Jetzt ist sozial.
Eine Schwierigkeit leicht, ist das so gewollt? Das steht bei mir da. Nee, da wo die Mission auch auswählst, da steht Schwierigkeit leicht. Okay, Falcom, haben wir nur die eine. No. Aussehen kann man ja auch später noch machen. Ja. War noch in der Waffenkammer. Genau, jetzt steht normal da. So. Bereit. So, dann blende ich dich mal mit ein. Dann kann man dich auch hören. Ja, die waren dann schon noch kommen vielleicht. Oder auch nicht, keine Ahnung. Dürfen eigentlich bei uns noch andere beitreten? Ja, ne? Naja, es müssen ja unbedingt immer 4 Leute sein. Also dementsprechend denke ich mal, ja. Ich habe nichts zu schaffen. Nee, wenn du geschlossen machst, dann sind nur wir zu zweit. Ich habe eigentlich nichts verändert. Gut, dann ist es automatisch, glaube ich, öffentlich. Dann passt. Bei so einer Missile-Zone müssen ja immer 4 Leute sein. Nee. Wenn ja mal, es werden dann. Ich denke mal, es werden 4 müssen es nur immer sein, wenn du hier so Bosskämpfe machst. Zumindest war es so in der Preview. Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben. Ja, sag ich doch hier. Es sind wieder zu wild dazu. Da werden wir, Freelancer. Bereit, dich hineinzustürzen? Ja, bin ich. Na, dann lass diese große, beängstigende Welt nicht warten. Oh. Unser Auftrag besteht darin, den Arkanisten Mathias aufzuspüren. Tessin hat uns die Position gegeben, an der er sie das letzte Mal kontaktiert hatte. Die von Tessin zur Verfügung gestellten Koordinaten sind nah. Ich empfange den Kurzwellenfunk des Lagers. Kaputte Ausrüstung von Arkanisten. Und kein Mathias. Oh, warte mal. Hab da noch ein Signal. Gleiche Frequenz. Dann gibt es mehr als ein Lager. Folgen wir dem Signal. Was war jetzt denn? Da. Okay, ich habe eine neue Fährte. Für besseren Empfang müssen wir zum Ort, den ich auf der Karte markiert habe. Noch was, was ich wissen sollte? Abgesehen davon, dass sich Arkanisten dort draußen in Gefahr begeben? Über Mathias. Hochintelligent und leichtsinnig. Er genießt einen gewissen Ruf unter den Arkanisten.
ein... Wie man einen schlechten Ruf bekommt, steht in Kapitel 1 des Freelancer-Handbuchs. Das Funksignal wird stärker. Matthias hat eindeutig mehr als ein Lager aufgebaut. Arkanisten lokalisiert. Sie sind tot. Und immer noch keine Spur von Matthias. Ja. Such nach allem, das uns bei der Suche helfen könnte. Und man kann es sogar einrichten, man kann es sogar suchen an der, welche an den Radar von deinem Spieler, welche in welche Richtung da gerade guckt oder wo da ist. Ach, da oben. Jetzt machen. Signalgerät gefunden. Wir können es benutzen, um Matthias zu finden. Die Suche dauert zu lang und es ist zu still. Skabe hindern die Suche. Unternimm etwas. Diese Plünderer versauen echt immer alles. Zerstör alle Nester, die auftauchen. Das könnte der Verstärkung den Weg abschneiden. Nester bedeuten Nesca. Verstanden. Erledige die übrigen Ska. Funksignal? Ich arbeite noch dran. Ich rummel am Funksignal rum, um die nächste Position zu finden. Verstehst du? Beeil dich einfach. Natürlich. Steht eine Menge auf dem Spiel, ich weiß. Der Nester! Hab's verlassen! Jetzt müssen wir erst einmal die letzten Skarten ergreifen. Leiser schon gestoppelt bei dir. Okay, also dein Spielton. Nichts. Und ich habe das Funksignal gerade verloren. Wir brauchen einen Signalverstärker. Warte, hab einen gefunden. Hier ist ein Haufen Ska. Ich hab noch nie eine so hohe Ska-Aktivität gesehen. Was ist hier los? Weiß auch nicht. Ist aber kein gutes Zeichen. Mehr Ska im Anmarsch. Sieht aus, als nutzen sie Tore. Die hasse ich. Echt unfair. Signalverstärker funktioniert. Ich gehe die Stufen hoch, suche nach einem Versteck, werde von Ska verfolgt. Matthias? Er kann uns immer noch nicht hören. Ich habe die Koordinaten. Thank you.
Mechanist ist nicht im Lager. Warte. Ich habe eine Idee. Wir sind dem Signal dieses Funkgeräts gefolgt. Die Ska haben es zerlegt. Wenn wir das reparieren, können wir bestimmt mit Myers finden. Was passiert da mit den Ska? Irgendwas hat sie wütend gemacht. Waffen, weißt du? Das war wohl der letzte Ska. Reparieren wir das Funkgerät. Was soll ich tun? Öffne die Zugriffsklappe für mich. Ich erledige den Rest. Zugriffsklappe offen. Ich beginne mit der Reparatur. Was? Das sieht nicht nach einer Reparatur aus. Lass mich nur... verdammt! Ich muss nur ein bisschen anderen, ein bisschen was einstellen. Ich hab ungefähr teilweise 50 bis 60 FPS, also... Na gut. Ich erledige das hier. Ich hab alles auf Läuft. Ja, du hast aber noch eine etwas stärkere Krankheit. Ja, ein bisschen. Also es ist jetzt nicht, dass ich noch viel längst oder sonst denke, aber ich hab meistens so 40 bis 50 FPS, aber... Ja, ich würde das noch ein bisschen flüssiger haben. Der Rampen auslassen ist noch nicht so gut, das kann ich nicht mehr. Ist eben doch noch nicht der USB 60. Oh, Rampen, wo bin ich denn da? 42%. Ja, ich habe da Rampen auslassen. 3,7 belegt. Dann sind wir nicht auf den Großen. Die Tore schließen sich. Wir haben keine Ulti benutzt. Kümmern wir uns um den Rest. Und dann zurück zum Funkgerät. Ich muss mich erst mal ein bisschen dran gewöhnen, welche wann ich die Ulti und so weiter am besten nutzen sollte. Es funktioniert. Ich habe eine Position. Ich schalte Matthias dazu. Ich rufe alle in diesem Gebiet. Ich benötige Hilfe. Die Skars sind überall. Es funktioniert. Matthias! Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Welche Erleichterung. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich verstecke mich, aber die Ska suchen nach mir. Ich kann sie sehen. Du musst dich beeilen. Halte durch. Willkommen. Ich hoffe mal, das Prinzip dann mit der Kühlung wird besser. Später, wenn man dann am besten... Denn zurzeit kannst du ja mit der Kühlung nicht so extrem lange fliegen. Diese Stufen überwunden, um hier hoch zu gelangen. Ich schätze, wenn du eine Armee Ska auf den Fersen hast, ist alles möglich. Ja, ein Dungeon. Naja, es soll ja dann auch noch wie eine Art Waitstander geben. Ja, wie mit der Spinne, die wir immer gemacht hatten. Wenn ich teilweise manche Leute mir so anschucke, die schon im Hardcore auf Level 30 und so rumrennen, was die teilweise da für Sachen droppen. Irgendwelche Skar in deiner Nähe? Siehst du was? Hatte ein paar brenzlige Situationen. War knapp. Sie sind ganz schön unnachgiebig. Hey, was ist das? Ich habe ein paar Kanister gefunden. Könnten nützlich. Ach, jetzt müssen wir bestimmt. Keine gefährlichen Experimente. Keine Sorge. Das wird eine kontrollierte Explosion. Eingeschränkt auf Formbereich? Was? Davon haben wir es mit ein paar Skar zu tun. Weniger für Messias. Das ist gut. Was ist los? Matthias! Es hat geklappt! Kleine Falle! Die Ska sind direkt eingelaufen! Ich muss in Bewegung bleiben! Du hast, glaube ich, diese komische. Du hast, glaube ich, diese Speerklasse, diese. Die ja, extrem genau. Mobil ist, ne? Ja. Ich hab hier diesen
Universal-Ding nicht genommen. Den Allrounder, ja. Nee, ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich jetzt wieder anfange, doch lieber irgendeinen anderen zu spielen, nämlich lieber den, den ich auch schon in der Vorschau gut genommen hatte. Ist halt so ein Gimmick. Wir haben die Tunnel erreicht. Ja, aber ist nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn du gleich siehst, welche Tasten am idealsten leuchten sollen. Also am besten, ja. Aber so, guck ich jetzt in diesen Dungeon, habe ich wieder meine 60 FPS. Also nur in den Außenbereich habe ich so ein bisschen, aber ich denke mal, ich lasse die Einstellung so wissen. Solange die nur im Außenbereich und solange die nicht unter die 40-50 gehen, geht's. Eine chimärische Legierung. Bleib da! Ich halte sie dir vom Leib. Besten Dank. Also, ich klopfe hier mal ein bisschen rum, ne? Das Spiel ist halt doch wieder ein Rollenspiel. Ja, haben zu viele Mittel, um sich zu vermehren, wenn es nötig ist. Der gewöhnt die Munition. Ja, dieses Rote ist immer die Rüstung, ne? Rotes Rüstung, ja. Wo sind jetzt die Score? Ich finde. Sauer gemacht, befreit. Keine Ahnung, warum ich sie noch nie gesehen. Das sind ein paar Skarschwergewichte. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Jo, los geht's. Achtung! Keine Ahnung. Das ist, aber sieht gefährlich aus. Martina Raffa. Das Teil heißt Martina Raffa. Mir ist egal, wie es heißt. Das Ding will einfach nicht sterben. Was zum Henker? Anführer ist erledigt. Jetzt lass uns den Rest von ihnen erledigen, okay? Irgendwo welche? Alles klar, alles klar. Sieht jemand nach Befreis? Ich glaube, wir sind fertig. Alle sind in Sicherheit. Diese Ska. Ich weiß nicht, was ich von ihnen halten soll. Arkanisten und Ska geraten oft wegen Gestalterruinen aneinander, aber nie so heftig wie dieses Mal. Das muss ich Tessin berichten. Bitte, ich muss zurück nach Fort Tassis. Episode endet in 7 Sekunden. Haben wir doch schon ein bisschen was kassiert jetzt.
denke mal, Level 1 sollten wir jetzt, ne, in die Level 2 sollten wir jetzt locker sein. Ach, die sind schon Level 3 und 4. Achso. Hab aber nicht wirklich was gezeigt, also von denen habe ich wenig gesehen, sagen wir mal so. Wieso kriegen die auf einmal Safi mal EP? Ach, ich denke mal, die kriegen. Ja, gut, wahrscheinlich, ja. Also, ich bin schon Level 4. Da muss so schnell, wie ein bisschen wie. Guck mal, ich hab 2400 gemacht. Ja, ich schon auch 2400. Die haben 600 noch was gehabt. Yeah. Piloten-Level erhöht, Waffen ist gerade freigeschaltet. Yeah. Ja, das ist immer gut. Guck mal, wir haben die jetzt direkt aufgeholt, ey. Vom Level her. Ich da bekommen? Eine Inferno-Granate. Inferno-Granate. Ich geh jetzt erstmal an die Schmiede, tu mir schnell ausrüsten. Mal gucken, wenn wir haben erst bessere Waffen bekommen. Ja. Nehme ich lieber eine Sprengrakete oder eine Lenkrakete? Nee, ich nehme lieber diese komische Lenkrakete. Waffen. Haben leider nur Schrotflinte, Scharfschützengewehr und Präzisionsgewehr. Naja. Giftbombe, ja, dann haben wir gleich die neue. So, was haben wir denn hier? Erhöht Schildwert. Ja. Stärktrüstung deutlich. Nahkampfschaden erhöht, das ist natürlich super. Machen wir das.